Hallo bei euremehl.com, ich möchte mit euch heute Pizzastangen zubereiten und wir brauchen dafür Mehl, Hefe, Zucker, Salz, Wasser, Frühlingszwiebeln, getrocknete, eingelegte Tomaten und italienischen Hartkäse. Für meinen Teig habe ich jetzt die Germ mit dem Mehl abgebröselt, Salz und Zucker dazu gegeben. Nach und nach das Wasser dazu und verarbeite alles zu einem glatten Teig. Ich werde den Teig jetzt mit einem Tuch abdecken und lasse ihn an einem warmen Ort aufgehen. Er soll mindestens das doppelte Volumen haben. Für unsere Pizzastangen habe ich den Frühlingszwiebel fein geschnitten und auch die getrockneten Tomaten. Schneide ich möglichst fein. Ich habe in der Zwischenzeit schon Öl von den getrockneten Tomaten erhitzt und werde darin alles anschwitzen lassen. Ganz wunderbar aufgegangen. Ich habe meine Arbeitsfläche bemehlt und darauf werde ich jetzt meinen Teig ausrollen. Ich habe meinen Teig jetzt richtig ausgerollt und verteile meine vorbereitete Füllung darüber. Nicht ganz bis zum Rand hinausstreichen, weil da möchte ich die Stangerl dann zusammensetzen. Dann bestreue ich mit meinem Käse. Und jetzt der Stangerl jetzt noch gehen lassen und habe den Backofen auf 200 Grad aufgedreht, ohne Vorheizen. Kommen Sie jetzt ins Rohr, da gehen Sie noch ein bisschen auf und da werde ich Sie jetzt drinnen backen. Die Pizzastangen sind jetzt schön knusprig gebacken und ich werde sie dann lauwarm servieren. Meine Pizzastangen sind lauwarm, schön knusprig und werden meinen Gästen sicher ganz wunderbar schmecken. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euremehl.com.